Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Endzeit-Rollenspiel-LPs hier bei Fallout New Vegas. Wir sind hier immer noch in dem DLC Dead Money im schönen Sierra Madre und versuchen hier den guten Doc zu befreien. Das ist ein Buddy von uns. Naja, Buddy würde ich jetzt nicht sagen, er wurde uns gebuddied. Wir müssen jetzt aufpassen, wenn's. Ich beobachte dich. Ja, ist ja gut. Warte, dass du versuchst, mich zu befreien. Geht ja gleich los. Wer ist überhaupt dieser der? Der Gandalf der Große, der hat mich hierher geschickt, um dich zu befreien. So, Sierra Madre Helm. Oh, wir haben einen Helm. Schon mal ein Anfang. Sieht zwar aus wie so ein asiatischer. Ja. Na, jetzt mal nicht rassistisch werden hier, Robert. Nein, das sieht aus wie so ein. Also jetzt auf den ersten. Ja, rette das mal noch. Na gut, doch nicht mehr. Ich wollte sagen, wie so ein Samurai-Helm, aber es ist doch nicht ganz. Sieht aus jetzt wie so ein. Ja. Cyborg-Helm eher. Ja. So, aktiviere Terminal. Wir haben ein rotes X auf dem Rücken, das gefällt mir nicht. Ja, ich habe jetzt keine Lust, das durchzulesen. Ausgabeautomaten, Bericht. Das sind ja bloß irgendwas zum Durchlesen. Wenn ihr es gerne durchlesen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit. Wenn nicht, dann lasst es. Drückt einfach auf Pause, wenn es euch gefällt. Und ja, ich werde von hier sind wir gekommen. Das hier sein. Sind Ladies. Oh. Da hat jemand einen Handabdruck hinterlassen. Ein Koffer. Oh, Dienstgeheimversteck. Muss aufpassen, dass es keine Falle ist. Ah, meinst du? Nee, ich würde es jetzt trotzdem mitnehmen. Warte mal. Ja, wenn es eine Falle ist, du dann hast recht, du hast recht. Safe. Hast recht, okay. Siehst du, lebst du noch. Wirst du nicht immer den mit rausnehmen können? Ja, ich denke mal schon, ne? So, das kann man mitnehmen. Kannst du alles mitnehmen? Nee, hast du alles mit. Wir haben ja jetzt nicht das Gewichtsproblem hier. Nee, wir sind schlank wie sonst was. Hier eine Nachladebank, das nehme ich auch erstmal alles mit. Wir haben zwar noch keine Magnum. Ja, und jetzt kommen wir der Sammler bei uns durch. Gefäß mit Wolkenstückchen, was auch immer uns das bringt. Das kannst du auch mitnehmen. Mit Junkfood, das können wir auch mitnehmen. Stützbandage, naja, die nehmen wir auch mal mit. Ja. Elektroschuh. Jetzt können wir mal gucken. Also, ja, aber, wir haben ja diese leeren Mikrofusionszellen. Wie wir hier da diese Munition für dieses Holo-Gewehr vielleicht machen können. Das braucht, ja. Irgendwas mit B war's. Mit B? Ich glaube schon, ja. Bulk. Bulk, genau. Ah, das stand ja nicht mit dabei. Die Mikrofusionszellen sind das. M. Magnum, Nägel. Können wir nicht machen, oder was? Sieht nicht so aus. Das ist ja blöd. Na gut, wir haben ehrlich gesagt noch nie hier mit einer Nachladebank gearbeitet. Nee, das ist eigentlich fast schon peinlich. So, das ist leer. Ist noch so ein schicker Koffer? Nö. Ah, toll. Ein Föhn. Na, wenn du nicht mal föhnen willst. Also pass auf, wenn du jetzt hier weitergehst, kam gleich wieder ein Radio. Da siehst du wo? Nee, mach mal ein Quicksave. Da unten. Jetzt lieber, ah, okay. Bevor er zurückkommt. Okay, huh. Erfordert Schlüssel. Ja, das wissen wir ja. Oh, und Schachbretten, wir haben kein Bett. Ach ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, wir vergehen nur so ein bisschen die Witze hier unten. Ach, hast du da Schiss oder was? Ja, also nicht Schiss. Was war das? Sierra Madre Handy. Nehmen wir mal mit, dann können wir unseren reparieren. Nee, das nicht, aber es ist halt einfach, sag mal, anders als so, wie wir es bisher immer gespielt haben. Ja, das ist richtig. Also die DLCs von Fallout waren ja immer ein bisschen kosmisches anders. Messer. Ich nehme das auch mal mit, falls wir irgendwie in den Nahkampf müssen. Dass wir jetzt erstmal... Oh, nee, Schneidbrett würde ich nicht mitnehmen. Dass wir jetzt erstmal irgendwas haben, das können wir ja später wieder aussortieren. Schneidbrett, wo ist es denn? Hier, brauchen wir nicht, weg. So. Wir haben Schneekugeln, wieso haben wir die dem Roboter nicht verkauft? Ja, habe ich auch nicht. Salisbury Steak, nimm alles mit. Ach, das ist wie am Anfang, wo wir noch alles mitnehmen. Wo man alles. Den ganzen Scheiß noch mitnehmen könnte. Den ganzen Kladderadatsch dort alles mit. Bin ich irgendwie so draußen gelandet? Ja, irgendwie schon. Oh, rein, da war ein Feind. Okay, also hier kommen wir raus. Gut zu wissen, dann gehen wir mal hier hinter. Die Aktenschränke? Sierra Madre Chip. Die Tasse, na gut. Lassen wir jetzt erstmal.
Können wir. Verschwinde. Ja, ist ja gut. Briefbeschwerer brauchen wir nicht. Bevor er zurückkommt. Ich soll dich doch hier rausbringen, Mensch. Wo? Es bipst, ich weiß es nicht. Quick save. Ich würde mal links in den Raum reingucken, ob es da jetzt das Ding ist. Nee, hier wird es wieder weniger. Nee. Dann muss es irgendwo hier um der Ecke sein, vielleicht bei dem Schreibtisch dort. Vielleicht einfach das Ding dort. Na genau, Radio. Da hat er gesagt, Lautsprecher und Funkgeräte. Ja. Lesebrille. Na, die brauchen wir jetzt nicht. Obwohl, vielleicht lässt die unsere Intelligenz irgendwie wachsen. Haben wir jetzt unseren Helm nicht mehr? Ich weiß es nicht. Manchmal haben wir diese Ausrüstung. Doch, wir haben ja einen anderen Helm auf. Ah, stimmt. Nö, die bringt uns auch nichts. Würde ich lassen. Ups. Mach ich das Licht aus? Da hat ein bisschen zu lang geschlafen, glaube ich. Aber wir können mal kurz schlafen. Schieb den mal raus, ey. Er nervt nur. Ja, aber wir waren ja jetzt verletzt. Wir haben ja nicht mehr so viel Stimpacks. Nee, das ist richtig. So. Du hast ja so recht, lieber Robert. Oh! Na klasse, eine Haarklammer weg. Wir haben nämlich nicht viele. Stimmt, wir haben echt nicht viele. Die haben sie uns ja auch alle weggenommen. Was ist das? Solltest du es also tunlichst vermeiden, irgendwelche Haarklammern einzubüßen? Naja, aber so natürlich viel. Naja, doch Patronen gibt's hier und ein Fernglas. Das ist nicht schlecht. Und ein Magazin. Elefantama! Wo wir nie Schleichen geskillt haben. Nee, das stimmt, weil wir auch irgendwie nie so die Schleicher waren. Und immer schön Quicksave hier. Ich glaube, das ist in dem DLC wirklich wichtig, dass man alle paar Meter mal auf die Quicksave-Taste drückt. Ja. Das ist ja auch das, was mich in Metro derzeit ein bisschen stört, dass es halt. Soll man den freie Stuff einfach mal mitnehmen? Nimm mit. Dass es dieses freie Speichern nicht gibt. Also mich persönlich nervt das tierisch. Ja, ich finde es auch immer an Spielen nicht blöd, wenn du versuchst, irgendwie krampfhaft auf diesen einen. Auf diesen einen Speicherpunkt oder so zu kommen. Genau. Das macht es auch beim Aufnehmen teilweise schwierig, weil man nicht einfach einen Cut reinmachen kann, wie man gerade lustig ist. So, wir müssen halt immer bis zu einer Stelle spielen, wo halt immer so ein Speicherpunkt ist. Bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Aber schön ist es trotzdem nicht. Nee. So. Besonders auch, wenn man jetzt, wenn die Speicherpunkte können noch so fair gesetzt sein, wenn man gerade irgendwie einen Ballgegner weggemacht hat, nervt das. Runter zu meinem Käfig. Vielleicht haben Sie die Buchstaben gesehen, die ich in die Wände der Villa geritzt habe. Jetzt noch nicht. Noch etwas weiter. Folgen Sie meiner Stimme. Genau so. Der im Käfig? Doc. Ich musste ihn einsperren. Er gehorcht mir nicht. So, hier ich werde meine Sätze beenden. Ist doch selber schuld, wenn man reinquatscht. Da soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. Ich bin hier wichtig. Vorne ist irgendwo ein Radio. Ich mache mal einen Quicksave. Hast du doch schon gerade. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Vielleicht ist es der PC? Nee. Na, dann geh mal in den nächsten Raum. Da kann es ja bloß da sein. Nee. Es muss der PC sein. Verkaufsautomaten suchen und beschlagnahmen, keine Strafzettel mehr. Vielleicht ist es auch irgendwo ein fest installierter Lautsprecher. Meinst du, es gibt sowas? Naja, egal, wir sind ja jetzt. Kommen wir jetzt hier durch. Man kommt ja da leicht durch, das ist ja nichts, wo du jetzt großartig rennen musst oder so. So. Aber der Doc scheint ja dann doch nicht der zu sein, den wir befreien müssen, oder? Schon eher der, dem die Stimme hier gehört. Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, sie ist ja von mir. So, Staubsauger. Nein, ich glaube nicht, dass wir den mitnehmen müssen. Ich vermisse die Zeiten, als wir in Fallout 3 dort die Pläne gesammelt haben und dann den ganzen Stuff dort uns zusammengebracht haben. Ja, das stimmt. Also ich glaube, so Selbstwaffen bauen gibt es ja nicht mehr hier in dem Spiel. Das, ne? ist wirklich ein bisschen schade. So, Sierra Madre Chips. So, wo gibt's das? Also die Sachen wie der Rocketwerfer, die waren ja mal Hammer. Also wo man den ganzen Müll, den ganzen Plunder weghauen konnte. Das stimmt. Obwohl man es dann, die Pfeilpistole war halt echt geil gegen die. Die war wirklich hilfreich, ja. So, Apraxi-Putzmittel, das brauchen wir nicht, das hat uns ja keinen Vorteil gebracht. Whisky, Scotch. Was haben wir hier? Buffer out. Das ist gar nicht schlecht. Nehmen wir aus dem Putzkasten mit. So, Aktenschrank, haben wir Sierra Madre. Ja, liegen überall solche Chips rum. Ich glaube, wir werden bald reich sein. Ja, das wird ist alles einer, Robert. Das wird die Währung hier so, sein. Die Vierer-Packung ist alles eins. Ah, okay. Gut, ja, dann schauen wir einfach mal weiter in dem Keller. Da war noch eine Tür. Ich dachte schon, wo geht's denn hier weiter jetzt? Ich war irritiert. You're irritated? Irritated.
Das ist ganz schön verwinkelt, also. Ja, aber es geht halt bloß schlauchmäßig geradeaus. Ja, das ist ganz gut, weil sonst hätte ich mir schon längst verlaufen, glaube ich. Da. Ah, das war bestimmt das Radio, was uns dann auch auf der anderen Seite gestört hat. Meinst du? Na klar. Das würde ja zumindest, also zumindest hinkommen. Das bin ich. Da, am Tisch. Wo? Die Disk. Meine Stimme. Ich kann kein Risiko eingehen. Sie könnten auch ein Opfer sein. Ich kann es nicht zulassen, dass Sie Doc rauslassen. Nein, noch nicht. Wenn Sie der sind, der ich glaube, wollen Sie Doc holen und ihn benutzen, um andere hierher zu locken. Jetzt werde ich Sie und Ihren Pip-Boy benutzen. Sie sind schlau. Oh ja. Der Schlüssel zu Docs Käfig ist einfach. Bringen Sie meine Stimme zum oberen Käfig. Lassen Sie mich mit der Bestie darin sprechen. Dann können wir beide miteinander reden. Na dann, machen wir das mal. Jetzt werden wir gleich sehen, ob das das richtige Radio war, wenn wir auf der anderen Seite dran vorbeigehen, ja, und es nicht mehr piept. Ich bin der Meinung, dass es das Richtige war. Tja, wir werden es sehen. Ja, hast tatsächlich recht. Ich hatte recht, wie schön. Das gibt's doch nicht. Wobei ich das natürlich schon vorher wusste. Ich meine, es ist ja ein Axiom. Dass du recht hast? Dass ich recht habe. Das wäre natürlich creepy, wenn das jetzt jemand wieder angeschalten hätte. Bring Doc dazu, selbst zu verletzen. So, jetzt müssen wir hier mal bei Daten sonstige. Doc, wen haben wir denn hier? Sie sind nicht der, den ich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Aber auch wenn Sie es nicht sind, Sie können Befehlen folgen. Gut. Sie können kein Idiot sein, wenn Sie herausgefunden haben, wie man mich aus meinem Käfig befreien kann. Oder vielleicht sind Sie es doch. Mit Ihren Leinen um Arm und Hals. Und wir mit unseren Halsbändern und Fesseln. Wir könnten verwandt sein. Ja. Hieß der nicht Doc? Ja, da ist den guten Entwicklern hier ein Buchstaben, da haben die Wegstaben verbuchselt. Die Wegstaben verbuchselt, also ja. Was ist, oder erst kurzzeitig einfach mal zur Gottheit aufgestiegen. Ja, was ist deiner Stimme passiert? Ich bin die Stimme der Vernunft. Siehst du aus. Manchmal schlafe ich unten im Keller, im Käfig. Da ich jetzt wach bin, geht Doc zurück in den Käfig. Hä? Doc weiß, dass ich hier bin, kann aber nichts dagegen tun. Ich bin sein Gewissen. Man muss ihn zähmen, damit er uns nicht verletzt. Ich sitze hier schon seit einiger Zeit fest. Dann kommen Sie und lassen mich heraus. Sie haben meinen Käfig nicht grundlos geöffnet. Warum? Ich habe so das Gefühl, dass deine gespaltene Persönlichkeit hat. Ja, so irgendwie habe so, ich gerade so Doc und Gott, also dass das Gott hier doch gewollt ist, einfach ich, so. Ja, ich glaube nicht, dass es das ein Fehler war mittlerweile. Aber wir haben ja jetzt eine mannigfaltige Auswahl, was wir machen könnten. Die Hirnschädigung bei Supermutanten ist üblicherweise das Ergebnis von exzessivem Stealth-Boy-Gebrauch. Das haben wir ja schon rausgefunden. Sie leiden unter einem Sie leiden unter einem multiplen Persönlichkeitsstörung. Irgendein Trauma hat das verursacht. Ich hab nach jemandem mit demselben Halsband wie meines gesucht. Wo ist Ihr Halsband? Wieso haben Sie sich in den Käfig gesperrt? Ja, wir machen mal das erste oder das zweite. Das zweite fand ich besser. Medizin klingt irgendwie. Ja, das klingt immer so professionell. Trauma. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehen Sie die Wunden, die seine Haut übersäen? Die Bärenfalle an seinem Arm. Er hat seine Hand selber hineingesteckt. Der in seine Brust geritzte Name erinnert ihn daran, wer er ist. Fügt sich Schmerzen zu, damit ich ruhig bin. Dabei versuche ich doch nur... Er schneidet und verletzt mich. Versucht sogar, mich zu ermorden. Er wird es nicht schaffen. Er macht mich nur noch wütender. Doc ist die Bestie. Wir tauschen einfach die Käfige, wie den hier. Ja, also das ist ja ein ganz schöner harter Ringeverschnitt. Erst hat man einen großen Gandalf und das stimmt. Ich habe nach jemandem mit demselben Halsband gesucht. Mich würde erst mal interessieren, warum er sich in den Käfig gesperrt hat. Nein. Warum habe ich ihn in den Käfig gesperrt? Eine dumme Frage. Ja. Weil ich ihn fühlen konnte. Er bekam wieder Hunger. Die Zeit war knapp. Wenn Doc knurrt, gerät er in Schwierigkeiten.
isst Dinge, die er nicht sollte, hört auf Fremde. Darum ist er hier sicherer. Und wir auch. Ich habe gehofft, wenn ich ihn hier einsperre, kommt derjenige, dem er gehorcht. Stattdessen kommt sie. Ich habe mal drüber nachgedacht. Und wenn sie ihn sich eingeschlossen haben, was wäre, wenn sie nicht mehr heraus könnten? Wenn sie mich nicht erwartet haben, was dann? Wen dann? du bist auch schon so ein bisschen im Traumland. Ja, ich habe noch jemanden mit demselben Halsband wie meines gesucht. Dann probier mal das erste. Ja. Oh, ich habe den Schlüssel. Hatte ihn schon immer. Habe ihn an der Kette um meinen Hals verborgen, bevor Dog herauskam und alles verschlang. Kluger Mensch. Ich wollte sicherstellen, dass derjenige, der Dog holt, zuerst mit mir sprechen und in meine Reichweite kommen muss. Stattdessen kamen sie. Bin ich nicht jemand? Ich glaube, wenn das unser Begleiter wird, haben wir ein richtiges Problem teilweise, weil dann könnte er zwar einerseits sehr hilfreich sein, aber dann wenn kriegt er irgendwie so ein Gesinn in Dog-Mode. Ja, es gibt einen Dog-Mode und einen God-Mode bei ihm scheinbar. So, Moment. Mit Dog-Mode könnte uns gefährlich werden. Moment, also sie oder Dog weiß nicht, dass er den Schlüssel hat. Dog und ich erzählen uns nicht alles. Soweit ich weiß, hat er keine Ahnung. Dann sag's nicht zu laut. Das er weiß, weiß ich nicht. Ihr Eintreffen ist beispielsweise eine Überraschung. Ich kann mich nicht erinnern, aber Dog bestimmt. Und wann er frisst? Tja, das muss ich manchmal später herausfinden. Jetzt kann ich nur auf den von mir erwarteten Gast warten. Wer ist denn das? Ich hab, wenn Sie mich nicht erwartet haben, wen dann? Ja, können wir mal fragen. Spielen Sie nicht den Dummen. Ich muss mich bereits um ein Kind kümmern. Mittlerweile sollten Sie das begriffen haben. Tatsächlich. Der alte Mann ist von der Sierra Madre besessen, von Gier zerfressen. Hatte gehofft, Sie sind er. Aber Sie sind nur sein Handlanger. Sie sind genauso gierig. Sind der Radiosendung gefolgt und jetzt sind sie hier, völlig verwirrt. Aber nicht lange. Sie werden sehen. Wieso sagen Sie, ich wäre so wie der alte Mann? Dieser alte Mann, was wissen Sie über ihn? Wissen Sie, wie ich hierher gekommen bin? Wieso sagen Sie, ich wäre so wie der alte Mann? Sie sind nicht er und ich bin nicht Dog. Aber dieses Halsband, das Sie tragen... Sie sind ein Handlanger des alten Mannes, vielleicht unbeholfen, aber ein Werkzeug. Und sobald Sie sich an die Sierra Madre gewöhnt haben, und dann fühlen Sie denselben erdrückenden Hunger wie der alte Mann. Und dann werden Sie er sein, nicht nur sein Handlanger. Dieser alte Mann, was wissen Sie über ihn? Was wissen Sie über ihn? Elijah. Elijah. Ein Mensch schwach wie alle Menschen. Das Alter umkreist ihn wie hungernde Hunde, die sein Blut fordern. Für mich stinkt er nach Alter und Versagen und Wahnsinn. Für mich ist er einfach der alte Mann. Für Dog ist er der Meister. Sein Name ist... Und das ja offen abwippen. Die Jahre vergehen. Hoffnungen und Träume rinnen wie Sand aus der großen Leere durch seine welken Hände. Von der Sonne verbrannt. Irgendwie geht mir das Gelaber ein bisschen gerade auf den Sack hier. Von der Sonne verbrannt? Der alte Mann, dieser Elijah, er hat aus Arroganz versucht, die Sonne in den Händen zu halten und wurde bestraft. Icarus flog zu hoch. Das ist eine andere Geschichte. Elijah wollte die Sonne zu sich herunterholen. Pure Arroganz. Ja, also der Typ ist mir irgendwie ein bisschen suspekt. Was hat er hier? Naja, der Elijah aber auch. Er hat den Ruf der Sierra Madre gehört, genau wie sie. Ganz genauso. Hat herausgefunden, dass es mehr als eine Geschichte ist. Dieser strahlende, giftige Gral, das Juwel der Wüste. Dog kennt ihn besser als ich. Dog nickt immer und gehorcht ihm, weil er schwach und hungrig ist und nach der Zuneigung seines Meisters giert. Wissen Sie, wie ich hergekommen bin? Das wissen wir selber. Natürlich weiß ich das. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Unten im Käfig höre ich die Echos der Schritte, das Klicken der Halsbänder.
Jedes Mal, wenn ich jemanden wie Sie sehe, weiß ich, wie Sie hergekommen sind. Sie kamen alleine nicht zurecht, genau wie Dog. Sie hören die Stimme, das Versprechen. Und dann tappen Sie geradewegs in eine der Fallen des alten Mannes. Dann kommt Dog und schleift Sie hierher. Okay. Sie haben mich in die Villa gebracht. Kennen Sie den Weg zurück? Der Rückweg ist egal. Versuchen Sie zu fliehen oder sich zu widersetzen. Und Ihr Halsband beendet die Reise schneller, als Sie glauben. Sie sind schlau. Sie finden den Rückweg, wenn Sie die Villa verlassen. Ich würde den Rückweg finden, wenn ich überhaupt zurück wollte. Sie können erst dann weg, wenn Sie der alte Mann gehen lässt. Dieses wunderschöne Paradies mit all seinem Gift und dem Tod ist unsere Heimat. Wieso haben Sie mich dann hierher gebracht? Ich? Sie glauben, ich schleppe Körper durch die Wüste wie ein Brahmin unter der Peitsche? Nein. Oh, das geht mir aus dem Weg, aber sein Dog und nicht Dog. Sagt der alte Mann, hol Dog. Sie saßen in einer Menschenfalle und Dog zog seine Runden und hat sie hierher geschleppt. Wann, weiß ich nicht. Jedenfalls vor kurzem. Vor dem Käfig. Okay, ja. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen das immer zu unterbinden oder zu unterbrechen, diesen Dialog. Es geht schon relativ lang jetzt, wir haben wieder eine kleine Überlänge drin, was aber nicht so schlimm ist. Ich sage jetzt einfach mal, ich muss sie herausbringen. Ja. Nein, eher nicht. Sogar hier drin habe ich mehr Kontrolle als Sie. Oh, jetzt labert er wieder. Ich gehe erst, wenn derjenige aufkreuzt, der die Halsbänder kontrolliert. Nicht seine Stimme, sein Handlanger oder sein Lakai. Er persönlich. Und wenn er zu mir kommt, werden wir die Angelegenheit klären. Gehen Sie zurück zu Ihrem Meister. Ich warte auf ihn. Dog mag ihm gehorchen, ich nicht. Ja. Auf keinen Fall, ich hätte andere Fragen. Natürlich haben Sie Fragen. Und ich auch. Ja, wieder die klassische Frage wie vorhin. Wie kommen wir aus dem Dialog hier wieder raus? Okay, wenn du den Schlüssel da drin hast, kann der alte Mann Doc helfen. Ich würde das ja mit Wissenschaft machen. Ja. Diese Funkgeräte, sie haben sie dazu benutzt, Signale zu stören? Sie waren hier, als ich ankam. Darum habe ich sie benutzt, sozusagen. Eigentlich mehr ihre Stimmen. Diese Halsbänder, sie überwachen uns nicht. Man kann sie auch abhören. Einfach eine Frequenz einstellen und man hört alles, was gesprochen wird. Da kann's zuhören. Dann war es ja vielleicht gut, dass Dog sein Halsband gefressen hat. Wenn jemand zuhört, würde er hauptsächlich verdauen. Das klingt bestimmt lecker. Okay, Intelligenz, das schaffen wir nicht. Sind wir nicht schlau genug? Fehlt uns die Brille? Ich schätze, der Alarm da draußen macht allerdings ganz schön Lärm. Ich habe noch jemanden mit demselben Halsband wie meines gesucht. Wo ist Ihr Halsband? Wieso haben Sie sich in den Käfig gesperrt? Hatten wir die Frage nicht schon? Dietrich. Wenn Sie mich... Ja, Sie haben sich wohl kaum selbst eingeschlossen, ohne Schlüssel, um zum wieder rauskommen. Der Schlüssel? Na, das ist der alte Mann, der uns hierher gebracht hat. Ich habe den Schlüssel an mir versteckt, damit Dog nichts erfährt. Schlau. Der alte Mann muss einfach auftauchen, damit ich mit ihm sprechen kann. Wenn Dog die Kontrolle gehabt hätte, als der alte Mann kam, er hätte wie immer seinen Befehlen gehorcht. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, wenn du den Schlüssel da drin hast, kann der alte Mann Dog befehlen, den Käfig zu öffnen. Ich habe noch jemanden, das hatten wir auch schon. Dann probieren wir nochmal das erste. Dog gehorcht. Ja. Warum? Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt zum alten Mann aufzunehmen? Ich kann seine Stimme abspielen. Ich habe einen Audiolog auf meinem Pitboy. Von ihm auf meinem Pitboy. Sie spielen nicht. Falls doch, finde ich einen Weg aus diesem Käfig und bereite ihnen ein Ende. Ich ermorde sie, zerquetsche ihre Arme und... Auf Wiedersehen, wer auch immer sie sind, ich werde Doc aus dem Käfig lassen. Beruhigen Sie sich, folgen Sie mir freiwillig und ich werde es nicht tun. Welches? Das Letztere klingt vernünftiger.
Nein, würden sie nicht. Wenn doch, würden sie nicht lebend von hier entkommen. Ich würde jedes ihrer Glieder zertrümmern und sie hier zurücklassen. Meinen Sie, ich hätte Angst, dass ihr Halsband...